Hi Gude, hier ist wieder der Andi. Ja, heute wollte ich euch gerne zeigen, wie man aus den Strohrömern, die wir beim letzten Mal gemacht haben, wie man daraus einen richtigen Adventskranz macht. Es gibt vorneweg eine kurze Einführung in die Materialien. Und dann zeige ich euch, wie man das Ganze auf den Strohrömer draufbringt und damit es einfach schön aussieht, ein bisschen kunterbunt gemischt. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann könnt ihr die unten in die Comments reinschreiben. Und ich werde versuchen, die möglichst zu beantworten. Wenn ihr noch eine Idee habt, was ihr gerne noch so als Video, als Anleitung sehen würdet, bezüglich vielleicht Adventskränze oder ähnlichem, könnt ihr mir das natürlich auch gerne unten reinschreiben. Ich werde mich bemühen, die Fragen dann zu beantworten. Und ich hoffe, das Video gefällt euch. Über den Daumen hoch würde ich mich natürlich sehr freuen. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Zuschauen und vielleicht später nachmachen. Ja, bis dann. Ciao. So, jetzt kommen wir mal zur Materialkunde. Von einem befreundeten Gärtner habe ich hier Tanne bekommen. Jetzt gehe ich mit euch nochmal zum Nachbarn, der hat noch wunderbare andere Sachen. So, das hier ist die Stechpalme. Das ist sogar eine Sorte, die hat diese kleinen roten Beeren dran, die ist sehr schön. Die kann man auch sehr schön für Kränze verwenden. Dann kann man natürlich Buchsbaum, ist klar. Hier haben wir die blaue Säulenzypresse. Das sind sehr schöne Spitzen. Dann haben wir hier, das ist die Thuja Columna, die ich erwähnte. Die hat so einen schönen kompakten Wuchs. Da kann man wunderbar so die Spitzen für verwenden, um eben Kränze, generell Weihnachtsdeko zu kreieren. Und hier haben wir noch was Schönes, das ist Wacholder. Und der ist natürlich wunderbar geeignet dazu. So, hier haben wir jetzt noch was Schönes. Das ist nochmal diese Goldspitzen-Scheinzupresse. Kann es hier sehr schön sehen. Die ist natürlich wunderbar geeignet, um sie mit einzubinden in die Adventskränze. Hier haben wir nochmal einen Wacholder. Der ist sehr schön geeignet. So, hier haben wir wieder unseren Strohrömer-Kranz. Und jetzt machen wir daraus einen Adventskranz. Hier habe ich verschiedene Materialien herumliegen. Das ist zum einen blaue Säulenzypresse, das ist Buchsbaumspitzen, das ist Thuja Columna, also ein Lebensbaum mit so ein paar, wenn man das gut sehen kann. Hier sind so kleine Fruchtstände dran. Hier habe ich eine Tanne, die ist schon in Spitzen geschnitten. Da ist noch ein bisschen Wacholder. Und das war es erstmal. So, ich fange jetzt damit an, dass ich den Draht einmal längs drauf lege auf den Krümer und dann zweimal über sich selbst hier überkreuzt, wo man das sehen kann. So, eins, zweimal drüber. Dann hat man schon den Zug, das ist schon sehr stabil. So, dann überlege ich, womit ich anfange. Jetzt fange ich an mit Thuja. Die habe ich mir schon so in so Spitzen vorgeschnitten hier. Ich fange außen an, lege das in den Draht rein und halte mit dem Draht hier das Ganze so ein bisschen fest. Dadurch klemme ich quasi die Thuja schon ein und habe die Möglichkeit, mit der anderen Hand weiterzumachen. So, dann haben wir noch ein Stück Thuja. Ach ja. Den Anfang, den lässt man möglichst lange überstehen, weil wenn man nachher von der anderen Seite rumkommt, muss man das Ende hier drunter ein bisschen verstecken, so dass man es nicht mehr sieht und dann das Ganze schön gleichmäßig ist. Als nächstes nehme ich von der Tanne, lege ich dazu. Die werden immer quasi neben dran gelegt, so dass unten drunter nichts mehr zu sehen ist. So. Nächste noch einmal Tanne. So. Und dann, wenn ich eine Runde quasi so voll habe, dass quasi nur noch unten der Bereich frei bleibt, lege ich noch ein zweites Mal dicht neben dem den Draht drumherum und schneide so ein bisschen die überstehenden Spitzen weg. So. Dann halte ich den Draht hier wieder auf Zug, indem ich das hier auflege und den festhalte und fange mit dem nächsten an. Die legt man dann hier auch seitlich ran, sodass man also nichts mehr sieht von dem Strohrömer auf der Seite. Hier nehmen wir noch einen.
So. Der Draht ist verdeckt und die Übergänge sind verdeckt. Dann nehmen wir mal ein Buchsbaumstück hier mit rein. So. Und nochmal Tanne. So, und wie gehabt, noch ein zweites Mal drumherum. Und wieder abschneiden. Man sieht, ich halte den Draht, die Rolle halte ich hier mit dem Daumen, mit dem Zeigefinger fest. Das nächste machen wir jetzt zum Anfang mal mit Buchsbaum an. So, gleich legen wir noch einen dazu. So. Schön. Können wir wieder hier blaue Säulenzypresse nehmen. Einmal. Zweimal. Sieht sehr schön aus. Dann nehmen wir nochmal Tanne. So, wie man sieht, ist der Kranz jetzt schon zur Hälfte fertig. Und das läuft ganz gut. Das denke ich, mache ich weiter und dann zeige ich euch gleich den nächsten Schritt. So. Wie man sehen kann, bin ich jetzt hier quasi bei der letzten Windung angekommen. Das ist jetzt kurz vorm Ende. Hier sieht man das Stroh drunter. Ich hoffe, man kann das gut sehen. Dann mache ich jetzt noch eine letzte Windung drauf. Nehmen wir mal ein bisschen Tanne. Hier ist so eine mehrspitzige. So. So, das haben wir drin. Dann nehmen wir noch ein bisschen blaue Zypresse. Ein bisschen Material. So, das sieht doch sehr schön aus. So, dann nehmen wir noch ein bisschen von der Thuja. So. Kommt jetzt hier noch mit rein. So, das war jetzt die letzte Drehung. Die Überstände, die Enden dieser letzten Triebe müssen natürlich auch ein bisschen abgeschnitten werden. So, dann hält man den Draht unten fest, dreht das Ganze auf den Rücken. So, ich mache das jetzt in dem Falle so, ich hoffe, man kann das gut sehen. Ich nehme hier einen Dorn, gehe unter einen Draht, mache hier so eine, drehe hier so eine Schlaufe, schneide den Wickeldraht einmal hier ab. Stecke den durch die Schlaufe, nehme mir die Zange, ziehe den stramm an und in die entgegengesetzte Richtung. So, wenn er zu lang ist, wird er nochmal abgekappt, ansonsten wird das Ende umgeknickt. Na, das wollte nicht. Mal abschneiden, umknicken und dann vorsichtig ins Stroh reinarbeiten. So, ich zeige es mal näher ran. Ich denke, das kann man jetzt ganz gut sehen. So, dann dreht man das wieder um. Dann wird das Ende so ein bisschen miteinander egalisiert, könnte man sagen. So. Und das ist der fertige Kranz. Da kann man jetzt zum Beispiel die sehr langen Buchstriebe könnte man noch ein bisschen einkürzen. Hier ist auch ein bisschen lang noch. So, aber im Groben und Ganzen ist er fertig.